Da kommen sie ja. Jazz Lecture North, ihr gebührt der erste Treffer. Und damit hallo unterseits und willkommen zurück bei Far Cry 5. Die Distanz ist so groß. Hat Jess getroffen? Hallo, Flammenwerfermann. Oh, das ist ja böse. Schön nach hinten geflogen. Zum Glück halten wir mindestens einen Schuss aus. Hier ist Dach. Mist, nicht ganz reingelaufen. Oh. Oh. Da springt das Glas vor Hitze. Er soll das Dach ganz lassen. Ist sie hier hochgekommen? Ist er hier hochgekommen? Ich glaube, der Raketenwerfer ist weg. Da schießt jemand mit einer kleinen Maschinenpistole. Hier stirbt niemand. Niemand, habe ich gesagt. Jess, wo willst du hin? Der Mist muss noch weg. Aus dem Süden. Bist du ein Südländer? Leider steht hier keine Munition. Was? Heli. Tschüss, Heli. Noch ein Heli. Oh, und ich kann sie mich angucken, wie fies ist das denn? Haha. Bewegen sich aber auch null und die müssen doch mitbekommen, dass wir hier rumschießen. Nehmen wir mal schnell den. Ah, oh, schon vorbei. Ehe das hier kaputt geht. Das ging dann doch schnell. Aber gut, der ganze Schwarm an Helis, das war ja das Finale von denen. Ging aber sehr schnell kaputt. Jetzt kommt ja noch ein Flieger an. Flieger, fang den Flieger. Ah, er dreht uns gerade den Hintern zu. Wird gerade eh keine Lust haben, uns anzugreifen. Wobei. Lebt noch. Hm, getroffen aber leider nicht. So wie es gut gewesen wäre. Der kann gut fliegen, der Junge. Hm, das war zu hoch. Na, da fliegt er raus. Das wollen wir aber nicht. Jetzt sehen wir das Flugzeug wieder nicht landen. Das ist so fies. Können wir es Bums machen? Sie müssen sich mehr Mühe geben, wenn Sie mit uns spielen wollen. Nicht mal das wird einem gewährt. Das ist so fies. Die Draw Distance für Soundgeräusche ist leider auch zu niedrig. Also wenn ich mal wieder einen Bären sehe, weiß ich Bescheid. Aber jetzt müssen wir was anderes machen. Ich will auch keinen Helikopter kaufen. Die Dinger sind ja echt blöd. Was? Ich hab voll? Die Hosen, ja, aber... Das? Jetzt habe ich schon ein paar Helikopter mit dem Granatwerfer runtergeholt. Will ich meine Pistole wieder haben? Noch nicht. Vielleicht kann ich mir eine kleine Schrotflinte holen. Dann könnte ich das auch nochmal ausprobieren. Wobei, der Granatwerfer ist schon geiler als eine Schrotflinte. Kann uns gegen Fahrzeuge helfen oder gegen Gegnermassen. Jetzt hat hier wieder jemand geschossen. Warst du das, Jess? Hm. Was macht man jetzt? Wir sind hier und da und dort. Erreiche das Elend der Lösung. Es kursieren Gerüchte über einen Ort namens das Elend, wo Widerstandskämpfer gefoltert und getötet werden. Töte die Anführer und lege diese Einrichtung ein für alle Mal still. Es wäre zu unserer Rechten. Im Westen. Ihrem Vater zu huldigen. Also mich stört das nicht.
Im Osten, Entschuldigung. Wo müsste ich denn etwa hin? Na, schon so ziemlich genau. Immer hier am Rand entlang. Ein Auto wäre aber nicht verkehrt. Vielleicht finden wir unterwegs eins. Mache ich ja schon. Ah, da unten riecht es mir doch stark nach Auto. Wenn wir ankommen. Ja, genau, und den Rest falle ich runter. Oh, Schwein gehabt, ey. Spiel, 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 du. Das war mitbekommen, wie sein Kollege umgefallen ist. Ich rücke vor. Der Vater sieht deine Sünden. Ist doch wunderschön. Brenne im Höllenfeuer des Kollaps! Gib mir den Fall zurück. Ich hab dich doch eigentlich getroffen. Danke, Jess. Sag Bescheid, wenn du was findest. Muss das so aussehen? Offenbar ja. Geschützt gibt's hier nicht, was Jess vermasseln könnte? Nein. Mal gucken, wie weit wir kommen. Lässt sich auch gut fahren. Man denkt, man kommt gar nicht vom Fleck. Das ist ein komisches Gefühl, oder? Oh Gott. Ich höre schon auf. Darf ich hier die Straße entlang fahren? Nein. Boah, das ist so übel. Oh, will ich mal zerfahren, habe ich noch gar nicht gemacht. Weh, das Auto geht kaputt. Oh Mann. Zu wenig Wumms. Am Ende geht das Auto noch kaputt und das Ding bleibt stehen. Nee. Bin gerade froh, ein Gefährt unterm Hintern zu haben. Die versuchen es weiter, ich knall sie weiter an. So? Ist hier noch jemand Liebes? Nein. Können alle platt gefahren werden. Was machen sie denn? Ah, jetzt sind sie uns böse, weil einer beim Unfall umgekommen ist. Naja, zumindest haben sie sich verletzt. Das fanden sie nicht so cool. Jetzt verfolgen die uns dann noch, oder? Diese Einheimischen wissen auch nicht, was sie wollen. So, ihr müsst doch so langsam soweit sein. Die könnten wir anschieben. Hier ist was. Oh. Sie haben vermutlich Geiseln. Sichern auf Zeit, ist ja ein alter Frachter. Sichere das Gebiet, aber ohne Zeit. Sie haben Geiseln, sie sollten uns einfach nicht entdecken, aber wir müssen jetzt nicht zwingend einen, ups, auf Phantom machen. Dann sehe ich einfach zu, dass wir hier sauber machen, und zwar schnellstmöglich. Es wird sich denken, oh oh, oder vielleicht, ah, endlich gerettet werden. Das ist ein Dicker, ne, oder? Nee, ist es nicht.
Yes! Positionswechsel, dann sehen die uns noch. So, das dürfte genug gewechselt sein. In die Wange. Klingt, als würde jemand schreien. Womöglich schreit hier jemand. Niemand will uns sehen, niemand. Jemand sieht uns aber fast. Schön reingelaufen. Ah, nein, hier ist Bliss. Ein Geschütz, aber alle laufen jetzt unten rum, oder wie? Befestigt der Typ. Oh Mann. Oh, es wird hell. Jetzt geht's gleich ganz schnell. Und wieder runter. Jetzt hält er sich da fest. Was für ein schlimmer Finger. Die Sünden. Als ob die führen können. Ist doch ein Rotpunkt. Hier muss doch irgendjemand stehen und drauf gucken. Das wäre es jetzt, wenn er neben uns stehen würde. Puh. Das war sehr knapp. Wenn der erste Schuss daneben geht, dann heißt es eigentlich ein Abdampfen. Wenn der zweite weggeht, daneben geht, dann heißt es allerhöchste Eisenbahn. Das ist eine Geisel. Der Laser ist immer noch da. Ist das eine Waffe, die auf dem Boden liegt und dahin zeigt? Das kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht hören wir gleich noch jemanden schreien. Also Lärm tut keiner. Entweder jetzt Geiseln befreien, oder? Es versteckt sich noch gut einer. Hängt der vielleicht hinter der Wand da? Ja, da abhängt. Trottelkopf. Hier ist auf jeden Fall noch jemand. Die transformative Macht des Glaubens. Die armen, von Zweifeln geplagten Seelen werden hierher gebracht, um Erleuchtung zu finden. Wunderschön, nicht wahr? Das war bloß Wasser. Das ist eine Geisel, die sagt, sie will nicht sterben. Aber hier ist noch wer. Rechts von uns ist eine Geisel. Ich finde, dass du hier draußen gute Arbeit machst. Ich werde weiterkämpfen. Danke. Die nächste Geisel will befreit werden. Danke. Dafür werden die bezahlen. Ah, die Geisel. Das ist aber echt cool hier gemacht. Also dieses Boot gefällt mir sehr. Ist echt gut.
Ich habe noch nicht viel gesehen, aber auf den ersten Blick echt toll gemacht. Geist ist da drin und wo sitzt? Der letzte hat ja eine Geisel umgebracht, oder? Aber die war schon frei, also ist es nicht so schlimm für uns. Ist da unten die letzte. Das letzte böse Bub. Hi. So, gesichert. Überfalle die Priesterin. Erst mir hier die letzte Geisel aus dem Wasser holen. Also, über dem Wasser, schwebend. Danke für die Sache. Danke. Es braucht mehr, um mich aufzuhalten. Oh, Folterwerkzeuge. Und das sollte gefilmt werden, oder? Ich hoffe, du bist bereit, Rookie. Wenn unser Timing stimmt, dann taucht diese Priesterin jede Sekunde auf. Wo verstecken wir uns? Fertig überfallen. Fährt ihr jetzt hier vor? Okay. Ich hätte Termin hinlegen sollen. Herzlicher Empfang. Und tschüss. Na, eine Geisel hängt noch über dem Wasser. Keine Ahnung, wie die Priesterin aussah. Ich gucke jetzt mal. Es interessiert mich doch, ob die vielleicht auch so tätowiert ist oder überhaupt. Sieht die jetzt irgendwie besonders aus? Ist sie überhaupt rausgeflogen? Ist sie das? Nee, ist eine ganz normale, oder? Oh, das ist sie. Hier ist sonst niemand. Du sollst das sein? Kann man eigentlich drunter gucken? Oh Mensch. Ab 18, Folge ab 18 schalten sofort. Hat niemand gesehen. Jess, du auch nicht. Das Tolle ist, wir sind hier im Spiel ein Mädchen, wir dürfen sowas. Ohne groß Gedanken uns drüber zu machen. Alles hatte so seinen Plan. Und zwar von vornherein. So, wie bekommen wir dich raus, ohne dass du stirbst? Kannst du schwimmen? Mit zusammengebundenen Armen könnte es schwierig werden. Wie bekommen wir dich da raus? Ich dachte, das wären Flaschen. Da ist ein Knopf. Der Laser ist immer noch hier von der Waffe, oder was? Basis erhalten. Hätte man auch reingekonnt. Cool. Oh, cooles Level. Es bleibt immer noch die Frage, wie bekomme ich die letzte Geisel frei? Ah, auf einmal sind die Finger wieder frei. Waren die jemals zugebunden? Dankeschön. Yeah, runterfallen und das in Zeitlupe. Erlösung. Lass mich dir erst mal danken, Rookie. Du hast alle Vermissten aufgespürt. Irgendwie bist du Rookie nicht mehr. Wird mir schwerfallen, dich nicht mehr so zu nennen. Ausgezeichnete Arbeit, Deputy. Wie klingt das denn, Deputy? Noch was geschafft, Freund und Helfer. Geiseln befreit? Erstmal Heli kümmern. Um den Heli kümmern. Sofort. Wir haben da was Schönes. Du konntest mich einmal täuschen. Oh, ich glaub's nicht. Was mache ich jetzt? Jazz, ich bin ohne dich nichts. Vielen Dank. Gleich wieder heilen? Naja. Ist Jazz jetzt auch im Eimer? Mist. Dann können wir raufgeben. Gerade noch Rookie gewesen. Jetzt Deputy. Was für ein himmelweiter Unterschied. Und
direkt im Anschluss gestorben, nachdem ich zweimal einen stillstehenden Heli nicht getroffen habe. Ich glaube, es wird Zeit, eine Pause einzulegen. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.